Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play hier GTA San Andreas. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, das letzte Mal waren wir stecken geblieben, irgendetwas zu machen, weil wir gerade nicht hatten. Wir wollten erst die ganzen R-Missionen machen. Hier ist gleich irgendwo ein korrupter Drop, der irgendwo was rumschießt. Aber nein, Controller kann sein, dass wir zwischendurch wechseln, aber wie immer, kann sein, muss aber nicht. Zurück. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Sick, I just see my headset for it. Man, just chill out, alright? Stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something-something on board for you boys. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Da, diese Hand ist ja voll ekelhaft. Hör weiter. Da rampelt die Kiste, wenn sie einsteigen. Oh, nur ihn. Okay. Wieder unsere scheiß Belegung hier. Ich hatte den Leben versucht umzuändern, aber ich krieg's nicht hin. Entweder ich bin zu doof. Oder ich bin so. Nein. Oder es geht wirklich nicht. Aber wir müssen jetzt da hin. Ich bin in Dill und ich weiß Dill. Oh nein, ich jetzt auch noch nicht. Da ist ein Train. Damit kann man fahren mit einem Train. Train. Ein Train. So, ihr kleinen Bitches. Verarschen, Leute. Lol. Ach, wieder. Nee. Was macht der da? Was macht der da? Jetzt funktioniert. Go check out the train, CJ. Nein. Damn, what is that? Nein. We're gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. Tom, 1:25. Ego Shooter. Hobby. Hobby. Wir haben genug! Jawohl! Komm schon! Jawohl!
trying to kill me. And another one. Okay, CJ. Yay! Quest completed. Man, we got one time on our tail. Wir müssen drehen. Ich krieg doch noch mit den Schrotten, bevor wir haben. Oh Mann, sorry, ich muss es auflegen. Ei, mitten in der Aufnahme, wenn ich was gehört. Naja, du hast es ja gesehen, ich wollte gerade am Aufnehmen. So, zum nächsten Peyton Spray. Du hast mich gesehen. Das können sie ja nicht mehr sein. Die haben ja eine ganz andere Farbe. Das ist ja asozial. Freunde, man kann nicht tun, nee. Du rufst doch echt, sorry, wegen Wetter, aber du rufst echt zu einem ungepassten Zeitpunkt an. Das war nicht mehr böse jetzt gemeint, das hier. Sondern, wie wär's denn, wenn du unten in die Kommentare schreibst, wann du mich gerne, wann du immer kannst und ich antworte, wann ich dann kann und dann können wir uns dann ja irgendwie mal einigen. Aber, ja. Schreib mir das in die Kommentare. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Dum, dum. Dum, 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 dum. Yeah. Ich sage, gehen wir direkt in die nächste Mission, weil auch jetzt ja wieder irgendwie die Uhrzeit. Hey, run! I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, that ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. Genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit get the that way. Out my face. Go man. Hit the I way. Oh, look at that. Come on, man. Blaster. Get into the Pimmel! Nee, get into the truck. Oh mein Gott. So. 200 Dollar haben wir gerade mal. Oh mein Gott, beschleunigt der schnell. Nein, es hängt hier nicht gerade. Ja, der Truck beschleunigt nur so übel. He like a clockwork nigga, real dependable, unlike some of these motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. Aus dem Weg, ich bin hier der große Laster. Yeah. Appreciate that. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich bin der große Laster, euer Freund. Ich sing euch dieses Lied, weil ich... Ei. Ich komme dieser... Was soll das denn?
Ah, egal, machen wir's so. So. Achso. Egal, das haben wir da weg. Oh, schon! Wir haben das Ding gefrappelt, bevor wir da sind, Alter. Alter, was macht das hier gerade so? Ist nicht verarscht. Und so. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Oh, sorry, Leader. Hey, stop where you are! You know what this is, huh? Don't blame me, blame yourself. Ich hab natürlich kein Leben mehr. Juhu! Yes, I want! Hallo, ich bin ein Nick! Ach, komm schon! Das ist nicht den Ernst, oder? Ja, da ist die Mission, die auch im Fernsehen noch irgendwo erkenne, würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, ja, dann sehen wir uns in dieser Mission das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Droppt doch unten unter der Beschreibung ein Like. Unter der Beschreibung und über der Beschreibung, ist mir egal. Droppt ein Like und lasst natürlich ein Abo da. Wenn ihr neu seid, kommt in unsere fantastische Community doch mit rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal von da aus, von meiner Seite aus. Speichern wir noch. Get in and drive, motherfucker. Nö. Ich geh erstmal ein bisschen speichern. So, wir müssen ganz kurz was regeln, dass wir das hier noch haben. War der nicht noch eben? Wir werden niemals gemacht. Wie können wir den jetzt zerstören, Alter? Am besten mache ich hier kurz Massaker. Ja, das sind hier immer diese Outtakes. Nicht super. Davon habt ihr was, davon hab ich was und ihr seht natürlich immer noch was, kurz bevor ich beende. So. Sterbt doch, verdammte Kacke. Dann müssen wir die Karre kaputt machen. Ah. Ey, du blöder, buggiger Scheißcharakter, Mann. Oh, what was you saying? Oh. You got any green I can borrow? Ha! Puh! Hier! Und dort!
Hallo? Wo bleibt der tapfere Mensch, der mich hier umbringen will? Weil ich zu dumm dafür bin. Nee, die Mutter wird den nicht umbringen wollen. Kommt schon, wer von euch ist hier ein Babo? Jawohl! Komm, schlag mich tot! Gib's mir fester! Oh ja! Oh ja! Nein! Oh, tut das weh! Oh, diese Schmerzen! Oh, oh! Oh, ich kann mich nie wehren! Oh, wieso? Oh! Oh, ich muss was trinken, gib mir Timeout! Oh! Jetzt rennen wir da mal. Oh! Oh, fuck! Nigger gegen Nigger! Nigger, 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 Nigger! Oh nein! Ja! Ja, gib mir Beats! Was? Gefällt. Oh nein, it's a self, your teacher, teacher, bla bla blu blu blu. Ja, wir freuen uns, ich freue mich übrigens schon irgendwie ein bisschen, wenn wir auf außerhalb des, ja, Krankenhauses kommen. Des Krankenhauses, außerhalb der Stadt kommen. Denn da kommt eigentlich die richtig coole Sache, mit Weedfarm verbrennen. Ja. Da wird's eigentlich richtig cool. I'm having this. Aber darauf dürft ihr euch natürlich erst beim nächsten Mal freuen. Ich versuche auch größtenteils nur die Hauptstory durchzuspielen. Wer dann natürlich mehr sehen will, müsst ihr euch sammeln und mir das sagen. Also mir alle in die Kommentare schreiben einfach, nicht sammeln. Oder, ja, was rede ich jetzt schon davon, wir sind ja noch am Anfang der Reihe. Naja, wer weiß. Das kann nur Kronk sagen, der 30.000 Folgen brauchen würde, um dieses Spiel hier durchzuspielen. Aber das Einzige, was halt doof ist, wenn man kurz vorher GTA 5 oder so gespielt hat. Oh, ein Voodoo. Und dann haben wir natürlich für GTA San Andreas spielen muss. Das ist natürlich eine komplett andere Welt von Steuerung. Spielt ja im selben Universum. Sogar in derselben Stadt. Unter anderen Verhältnissen. Jetzt habe ich mich natürlich hier schön. Ah. So macht man das heute. Man schwingt sich überall rüber. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.